Hallöchen, wieder willkommen zurück zu Alan Wake. Wollen wir uns die ganze Geschichte nach dieser komischen Autoaktion hier mal wieder weiter angucken. Oh, was ist da los? Jetzt bin ich schon tot. Fängt ja schon wieder klasse an. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar Tage jetzt nicht Alan Wake gespielt. Deswegen muss ich jetzt mal vielleicht bei wieder Alice kurz reinkommen. Ein Buch, The Creator's Dilemma von Dr. Emil Hartmann. Das Buch erinnerte mich an meinen Streit mit Alice. Es gefiel mir nicht. Und der selbstzufriedene Typ auf dem Einband genauso wenig. Ja, mir gefiel das auch nicht, die ganze Geschichte. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. Lange Wanderung? So weit ist das doch gar nicht. Ja, da kann doch nur wieder irgendein Mist kommen. Mist. Oh, was soll ich denn fokussieren? So, die Karre ist abgestürzt. So ein Mist aber auch. Das gefällt ein ADAC aber überhaupt nicht. Rennen hier. Das dauert Hallo? Ewig. Hallo? Genau. Da ist irgendwas komisches. Schrei erstmal laut Hallo, damit alle wissen, wo du bist. Hallo? Ist da jemand? Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure. Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein, war es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. Ja. Hattest du vorhin erlebt, mein Freund? Ich muss echt sagen, die Grafik ist eigentlich gar nicht mal so schlecht hier. Oh, hier, das ist doch der Wahnsinnige wieder. Bitte, ich hatte einen Unfall. Ja, genau, wer das den wahnsinnigen Onkel ja auch interessiert. Hier, mal ein bisschen schneller machen. Die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um ein Telefon zu finden. Das sieht schon so verrückt aus da unten. Und das hier, kann man das mitnehmen? Ja, sieht nicht so aus. Ja, das lernen wir aber noch mal in der Schule. Über Baumstämme laufen. Ist da jemand? Bitte, ich weiß gar nicht mehr, wie das mit der Knarre war. Und das ist eine Zeit lang nicht spielt. Wo war denn hier Inventar? Gab's sowas überhaupt? Oh, ich werde schon mitkriegen. Oder? Hey! Hey, Sie! Wer nicht ich hatte einen Unfall. Ich brauche Hilfe. Hören Sie, ich muss Hütten zu vermieten in Fahrt. Genau, quatsche so einen merkwürdigen Typ an. Ducky. Wirklich? Freut. Eine Anzahlung ist erforderlich. Ehrlich und fair. Ich weiß jetzt echt noch nicht mal, ob ich überhaupt noch irgendwie eine Knarre habe oder irgendwas. Ich kann mich nur daran entsinnen, dass ich eigentlich einen Revolver hatte. Ich habe jetzt mal alle Tasten gedrückt. Irgendwie scheine ich hier nichts zu haben. Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Dann muss das wohl so irgendwie gehen. Du weißt, wohin muss. Ja, toll, jetzt muss ich ja auch noch einen Weg suchen mit unserem Wahnsinnigen. Der hier wahrscheinlich in irgendeiner Ecke hockt. Vielleicht irgendwo vorgehüpft kommt und meint Scheiße. Hilft er doch. Und das Licht, guck mal, da rennen wir ganz schnell hin. Verliert! Mist! So, schnell rein da. Junge, nimm die Axt da raus!
Lucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Das war der Revolver. Wo ist der andere nur hin? Hat ihn bestimmt beim Autounfall verloren. Ich sei jetzt so außer Atem. Ich gehe lieber mal weg. Empfehle ich Ihnen. Das ist der neueste. Zu die Bude! Oh, ihr Telefon benutzen wir mal. Mal Auskunft anrufen. Oder ein ADAC. Hallo? Was für ein Zufall. Da kommen alle mal nicht raus. Wow, und jetzt lang. Hau ab! Du auch. Was ist das hier? Schnell anmachen. Oh, was war das? Was so eine Scheiße. Ja, gleich mal hier die Funzel an. Lad nach! Boah, wie sie gefickt haben! Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder oh, Pfeil. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real. Da noch. So, irgendwie Bling-Bling-Farbe. Das Licht meiner Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Eine Löschpistole. Kommen wir denn da lang? Och! Das hätte ich überlassen sollen. Ach hier, machen wir lieber erstmal aus. Genau, latsch erstmal davor. Der dunkle Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tür. Oh, hier ist so schwer so einer. Oh, hier muss ich an. Keine Munition mehr. Wo ist noch Revolver? Ach, der ist auch schon leer. Das ist schlecht. Hier noch immer was rum. Wenn da noch mal eine kommt, dann muss ich aber wegrennen. Oh, da war eine dicke Frau. Also schneller weg hier. Was zum Teufel war das? Bremsspur schon in der Hose. Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Geht's denn hier weiter? Oh, das ist eine Kiste. Da ist bestimmt Munition drin. Manuskript? Das kann sich in die Backe schmieren.
Gib mal lieber was für Schießeisen. Gucken wir hier weiter drüber. Nee, hier geht's runter. Drüber hüpf. Na, ich wusste. Naja, war ja zum Glück nichts Wildes weiter. Was zum Teufel war das? Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in mir. Och ne, das gibt's doch jetzt nicht! Und auf ein neues. Minx wieder was dazugelernt. Laufe auf jeden Fall hundertprozentig da lang, wo es auch vorgesehen ist. Da gibt es keine Wegführung. Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Wo war denn die komische Kiste? Warum verreckt er gleich, wenn er in so ein kleines Pfützchen da reinhüpft? Oh, was ist denn da schon wieder los? Hört doch schon wieder unsere Wahnsinnigen. Na, hier haben wir das Ding noch? Nee, haben wir ja mit. Oh, das hier war das. Da während können wir uns eh nicht, außer mit der Taschenpampe. Oh je. Los mit Ballermann. Ich hätte danach auch ein bisschen nachgeladen. Schön. Also, mal auf mit der Kacke nach mir zu werfen. Batterien haben wir denn noch? Drei. Na gut, es lädt ja jetzt glaube ich hier auf. Oder hier irgendwie hoch. Jetzt wird doch schwer in diesen Holzding, oder? Ich wüsste auch nicht. Die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Er klettert doch einfach hoch. Oh hier. Schleichwerbung! Die Batterien gibt es ja glaube ich wirklich. Wenn mich nicht alles täuscht. Was zum oberen Weg gehen? Vielleicht irgendwie über die Baumstämme oder so? Wo steht hier? Der muss gerne. Nehmen wir mit. Räumen wir hoch. Ist nicht, fällt aus wegen Bodennebel. Machen wir mal dahinter gucken. Aber ist das hier, wo wir schon mal waren? Oh, guck mal, da ist ein Kind. Da blinkt was. Oh, da ist er eh schon wieder. Wo auch noch dreimal. Geh weg. Boah, er hat mich getroffen. Ja, ich laufe natürlich genau dagegen. Jetzt mache dich aber ab hier. Ich würde nur mal da den Knopf drücken.
Hä? Was so? Würde mal ausklicken. Jetzt muss bestimmt noch den Knopf drücken. Und da wartet bestimmt auch wieder das Stucky oder wie er hieß. Wo war denn das? Was Holzhebermaschine bewegen? Ah, da kommen wir dann da drüber. Was ist das da? Ich hoffe mal. Wo ist denn das jetzt hier? So. Oh, das ist doch schon eine Leiter. Leitern sind immer gut. Jetzt aber schneller hier. Ok, ok. Kann man das mitnehmen? So blöd. Oh, hier ist Licht. Licht ist immer gut. Das hier. A Radio. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Aber nur wenn das Stucky nicht draußen ist. Es ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachtmeule. Genau. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich davon, nochmal drauf loszuziehen. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn nicht ich? Oh. Und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo? Wen habe ich dran? Hallo, Patch, hier ist Maurice Horton. Hallo, Maurice. Was machst du gerade? Also, ich war gerade mit Toby Gassi. Ja, ist es nicht wunderbar draußen? Ja, klar. Aber, Pat, weshalb ich anrufe? Toby hat etwas im Unterholz gewittert und ist losgerannt. Und jetzt ist er weg. War bestimmt Nase. Bestimmt. Ja, da ist er weg, der Toby. Ja, bestimmt. Also, ich dachte, wenn irgendwer Toby sieht, könnte er ihn einfangen. Meine Nummer steht auf dem Halsband. Ist Toby ein lieber Hund? Oh, Toby liebt Menschen. Für gewöhnlich kommt er zurückgelaufen, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht. Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas dumm. Ja, Maurice, jetzt haben es alle gehört. Ich hoffe, Toby ist bald wieder da. Ja, danke, Pat. Gute Nacht, Maurice. Der arme Toby wird jetzt ganz alleine draußen im Wald herum. Genauso wie wir. Bis wir haben eine Taschenlampe. Was ist denn hier? Ist nochmal so ein Zettelstückchen oder was? Nehmen wir auch mal mit. Keine Ahnung, für was die noch sind, aber. Oh, hier yeah, F5. Drücken wir mal. Ach, da kam eine ganze. Ach nee, das lesen wir jetzt nicht. Aber euren Zweck wird das ja bestimmt haben. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Der Weg bis zur Tanke zieht sich aber ganz schön. Och, hier ist doch schon wieder der Wahnsinnige. Hören doch. Wo ist er denn? Oh, jetzt rastet er komplett aus. Dann rennen wir mal schnell weiter. Oh, hier eine Axt. Können wir die mitnehmen? Ich hätte gedacht, ich kann mal ein bisschen schnetzeln hier. Geh mal an die Bude! Wo ist er denn hin, der Suppenhannes? Ich renne einfach mal weiter. Geht's denn überhaupt lang? Doppelt und dreifache Ausführung. Boah, hinter mir auch noch. Gut, da renne ich doch mal lieber schnell zurück zum Licht.
Aber wenn ich ein Licht bin, dann verschwindet der. Okay. Da ist er wieder. Boah, da ist er noch mal. Scharfe Sache hier. Na, schnell weiter rein. Da kommt er bestimmt eh gleich noch mal. Na, ich wusste es doch. Ja, genau. Nein, die Batterie ist leer. Oh, schon wieder tot. Also dieses mit Taschenlampe drauf zielen und schießen, ist echt gewöhnungsbedürftig. Kann man da nicht einfach durchrennen? Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Vielleicht muss ich die ja sogar gar nicht killen. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu einfach. Ja. Das hätte ich mir auch sparen können. Ging doch irgendwie ausweichen. Wie war denn das? Ich glaube mit Shift oder wie war das? Da ist ja der Erwin wieder. Wie war denn das mit Ausweichen? Schiff, so wie es aussieht. Wie gesagt, ich habe es jetzt schon seit, glaube, 2 Wochen oder so, ist jetzt nicht mehr gespielt. Und vergisst man dann doch schon mal gerne einiges. Oder wirft sogar mit irgendwelchen Zeug. Geht doch mal weg hier. Saft schon wieder leer. Das geht aber schnell. Ah, da waren noch welche. Na? Kann ich das nicht looten? Was ist das? Das sieht aus wie so ein Stück Papier, was ich von da mitgenommen habe. Oh Gott, das ich mitnehme. Ja, vielleicht habe ich es auch schon. Also ein Licht regeneriert immer, ich glaube, Leben oder sowas war da ja, ne? Mal kurz hier stehen bleiben. Na, sieht wieder voll aus. Da mal reingucken. Aber Batteries. Nehmen wir gleich mal mit. Was ist denn jetzt die Tanke? Runter da oder da hoch? Das ist eine Rüstung. Und hier ist auch das Ducky wieder. Gucken wir mal da hoch. Kommen wir da rein? Nee. Was ist denn der böse Onkel? Oh, da leuchtet irgendwas. Oh, eine Kiste. Die nehmen wir natürlich mal mit. Leuchtpistolenmunition.
Wo ist denn der Onkel? Ich habe ihn doch schon gehört. Was ist da los? Hallo, Juri! Was kannst du machen an Preis? Oh, der hing nur dreimal. Na? Boah, war ich jetzt erschrocken, ey. Alles mitnehmen. Oh, hier eine Schrotflinte. Ich werd bekloppt. Den drücken. Hau mal. Vielleicht geht er dann in der Kühlschrank mal wieder. Hallo? Anderen Knopf, den drücken wir mal. Das ist ja ausgemacht. Oh, hier kommen wir uns bedienen. Wo ist er denn? Man hört ihn. Das sehen tut man noch nicht. Ja, da ist er doch. Du bist Stucky. Boah, hier ist er auch da. Nachladen. Das Ding nur so wenig Schuss. Boah, episch ausgewichen. Das wird zu viel. Nein, verkackt. Weiß jetzt alle. Ne, hier blinkt's noch. Du hast keine Munition mehr. Ich hab da hier noch einen Revolver. Muss den Hinter umgehen. Jetzt bleibt er mal stehen. Hin. Da ist er. Jetzt fall doch mal um. Stuckys Körper verschwand und ließ nichts als lebenslange Albträume zurück. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. Ja, das sieht wieder aus wie ein Knopf. Den drücken wir doch mal. Mal auf die Bude. Dann mal schnell zur Tanke. Bier ist alle. Jetzt aber schnell. Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen haben. Geht's denn hier rein? Nach dem Wahnsinn, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. Na nun ist doch eh keiner zu Hause, oder? Mal anklopfen. Hallo?
Ja, was soll man nun hier an der Tankstelle machen? In der Werkstatt herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sich jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Ich schreibe. Oh, ich schreibe weiter. Draußen ist es dunkel. Außerhalb der Hütte, außerhalb der Geschichte, nur Dunkelheit. Ich kann sie darin spüren. Ich rieche ihr Parfüm. Ich werde sie finden. Ich bringe das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Höre ich auf, ist sie verloren. Das gibt's doch nicht. Der durchgeknallte Typ im Fernsehen war ich. Wurde ich langsam verrückt? Ich werd's ja langsam bei dem Spiel. Erst ist er in der Hütte, dann kracht er mit dem Auto irgendwo rein. Kann ja nur besser werden. Gibt's hier irgendwas Schönes? Was ein Telefon finden. Das ist bestimmt hier an der Kasse. Das ist doch. Mal die Auskunft anrufen. Pizza bestellen. Oh, zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie. Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier, okay? Mr. Way, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Den habe ich bestimmt 30 Mal umgelegt. Ich konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit Alice helfen. Ich bin wieder hier, in meinem Revier, war nie wirklich weg, verdammt, hier ist alles weg. Ich wusste es doch. Das war bestimmt Stucky, der hat bestimmt eine Bombe reingeschmissen. Okay, jetzt geht's erst einmal richtig los.